Alaikum, eine Frage, die auch ab und zu gestellt wurde, ist: Die Eltern vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind die auch im Feuer oder warum sind die im Feuer? Erstmal gibt es darüber Meinungsverschiedenheiten, ob die Eltern vom Propheten sallallahu alaihi wasallam im Feuer sind. Einige sagen, beide sind im Feuer, andere sagen nur der Vater, andere sagen nur die Mutter, und andere sagen beide nicht. Ja, beide sind im Paradies, sagen manche. Allah alam, die letzte Aussage ist wahrscheinlich die Schwächste davon. Die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass die Mutter und der Vater vom Propheten sallallahu alaihi wasallam im Feuer sind. Als Beweis nehmen sie Aussagen wie der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann zu ihm kommt und er sagt: Ja, Rasulallah, wo ist mein Vater? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Er ist im Feuer. Und dann ist der Mann sehr traurig darüber und geht. Und daraufhin ruft dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurück und sagt: Pass auf, dein Vater und mein Vater sind im Feuer. Subhanallah. Und die Gelehrten begründen diese Sache, weil die Religion von Ibrahim a.s. war bekannt in dieser Gegend. Ja, Ismail a.s. war der Urvater von diesen Sachen sozusagen. Von den arabischen Stämmen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam letztendlich herausgekommen ist. Und deswegen war das denen bekannt. Ja, Abu Bakr und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel haben keine Götzen angebetet vor dem Islam. Die haben diese Sachen nicht gemacht. Das war denen bekannt. Und weil das bekannt war und die das sozusagen nicht eingehalten haben, sagen die Mehrheit der Gelehrten, werden sie nicht das Paradies betreten. Wallahu alim, grundsätzlich, ja, wir können nur, grundsätzlich kann man sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der entscheidet, wer ins Feuer kommt und wer ins Paradies kommt. Ja, wir können nur das sagen, was uns überliefert wurde, oder das sagen oder uns daran halten, was die Gelehrten darüber sagen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.